heute ein anderes Gesicht der sogenannten Wundertüte, wie du es bezeichnet hast. Ja, ist so. Habe ich ja, ja immer gesagt. Leider Gottes ist es wieder eingetreten. Wenn ich jetzt sagen würde, 3 Kindergartentore bekommen, würde ich jeden Kindergarten beleidigen. Ich denke, dass wir sehr gute erste Hälfte gespielt haben für die Bedingungen vom Wetter her, dass wir hochverdient auch geführt haben. Also ich glaube, dass wir sogar höher hätten führen müssen eigentlich. Das waren lächerliche 3 Tore. Ja, und so kannst du keine Spiele gewinnen. Wir kriegen einfach zu viele Gegentore, weil wir zu viele Fehler machen. Das ist evident. Ich wiederhole mich, ich weiß das. Es geht mir selbst auch schon gegen den Strich. Egal, was wir tun, egal, welches System wir probieren, egal personell, wie wir das handeln, kriegen wir pro Spiel im Durchschnitt 2 Tore. Und das geht allalong nicht gut. Das kann nicht gut gehen. Zweite Hälfte war es dann so, dass wir eher verwaltet haben, das Spiel der Viktoria überlassen haben, die auch den einen oder anderen Abschluss gehabt haben, ohne dass jetzt aus meiner Sicht die 100%igen Chancen dabei waren. Ja, ich glaube auch, dass ein verdienter Sieg von unserer Seite war. Und wie gesagt, zweite Halbzeit haben wir einfach viel zu wenig fürs Spiel gemacht. Wir haben nicht mehr aggressiv rauspresst, wir haben nicht mehr attackiert, wir haben nur mehr verschoben. Und das geht halt gegen keinen Gegner. Ja, wir sind konditionell eine Mannschaft, die top ist. Wir haben Kraft genug, auch für 120 Minuten. Wir haben in der zweiten Halbzeit auf ein Tor gespielt. Das ist am Donaufelder Platz nicht so üblich. Und das sind die Donaufelder auch nicht gewohnt. Die zweite Halbzeit war ganz klar unsere. Wir haben den Gegner beherrscht. In der ersten Halbzeit war es wie so oft hier. Eins, 3-2 innerhalb von 5 Minuten, das darf nicht passieren. Da sind wir einfach unkonzentriert und ja, das darf nicht passieren. Deine Situation im 16-Meter-Raum, die Zuschauer haben 11 Meter reklamiert für die Viktoria, war dann im Endeffekt nur Freistoß. Hast du es gesehen, wie es wirklich war? Ich kann es nicht sagen, ich bin ca. 70 Meter weg aus meiner Position, ob das jetzt im 16er war oder nicht. Ich denke, dass es außerhalb war. Und aber natürlich glücklich, weil kann es natürlich auch einlegen. Wenn er drinnen gewesen wäre und ja, so habe ich es gesehen. Ich kann es von meiner Position nicht sehen. Mein Eindruck war auch 11 Meter, aber natürlich sehe ich das von der Bank aus nicht.